Die Rote Weiße Ritz in der Nähe von Dresden ist meistens ein ruhiges Flüsschen. Das kann trügerisch sein. Sturzfluten und Hochwasser gab es auch hier. Stauwerke wie diese Vorsperre und die Talsperre Malta sollen größere Schäden verhindern. Die Brücke dient der Weißeritz-Talbahn, deren Streckenverlauf 1910 beim Bau der Talsperre verlegt werden musste. Der Bahnhof Seifersdorf. Die Interessengemeinschaft Weißeritz-Talbahn sorgt für die Erhaltung der Anlagen und Gebäude. Zugverkehr gibt es natürlich auch, traditionell mit Dampfloks. Folgen Sie uns nun durch das Tal der Roten Weißeritz. Täglicher Dampfbetrieb, Nostalgie pur, ohne Musik und ohne Kommentar.